Wir haben erfolgreich einen Angriff der Zombies abgewehrt. Eine Welle, die von Osten auf unsere Kolonie draufschwappte. Und die wandelnden Toten haben wir in Stücke gerissen mit unseren neuen Ballistentürmen und durch den Mut und die Tapferkeit unserer Schützen. Jetzt gilt es uns noch ein bisschen weiter vorzukämpfen Richtung Norden. Nicht mehr allzu weit, hier endet die Karte ja auch irgendwann. Aber hier zwei Mauern zu ziehen und Steinvorkommen anzuschließen und dann hier einen guten Verteidigungswall hinzusetzen und hier den Norden oder Nordosten damit abzusichern, das würde ich ganz gerne. Bevor wir aber damit beginnen, haben wir die Wahl, entweder das Forschungsgebäude zu bauen, das wir jetzt freigeschaltet haben, was die nächste Stufe fortschrittlicher Gebäude für uns freischaltet, oder, das ist das, oder 30 Steine kostet es vielleicht sogar noch eher, einen weiteren Lagerraum zu bauen. Denn rechts unten seht ihr, dass wir hier beim Gold ständig was verschenken. Und auch bei den anderen Vorräten sind wir doch sehr, sehr am Limit angelangt. Natürlich werden Holzvorräte und andere Ressourcen dann auch automatisch verkauft, aber es ist einfach schade. Die Gebäude werden ja auch immer fortschrittlicher und teurer, die wir freischalten, und da die Lagerkapazität zu erhöhen, auch für den Notfall, dass man irgendwann einfach was auf der hohen Kante braucht, um mal bei einem Zombie-Angriff schnell ein paar Gebäude hochziehen zu können, das scheint mir klug zu sein. Und diese Lagerhäuser, die erhöhen ja auch die Produktivität von den umliegenden Gebäuden. Hier zum Beispiel hingesetzt, bringt uns noch mehr Holz und noch mehr Stein und noch mehr Eisen. Eisen glaube ich auch, oder? Und mehr Nahrung und so weiter. Also hier hingesetzt kann nicht falsch sein. Jetzt steht uns das Gebäude, natürlich das Forschungsgebäude, nicht mehr zur Verfügung. 30 Steine brauchen wir dafür, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Nun, denn, dann sei es so. Was wir machen können, ist noch ein paar Einheiten in der Zwischenzeit raushauen. Vielleicht noch einen Sniper, da brauchen wir ja keinen Stein für. Und den stelle ich mal hierhin, genau. Noch einen weiteren Sniper. Vielleicht sogar deren zwei. Ach, wir haben es ja. Drei Mann. Und hier oben tricksen wir jetzt ein bisschen. Vielleicht setzen wir auch noch den Bau eines, können wir uns noch überlegen, wo wir vielleicht noch eine Balliste hinziehen. Hier zum Beispiel, zum Schutz vor dem Dorf. Vor der, die fand ich nämlich eigentlich ganz gut. Diese Ballistentürme. Brauchen die Steine? Ne. Hier noch eins hingesetzt beispielsweise. Können da unsere Leute noch durchziehen? Ja, können sie weiterhin. Wenn auch knapp. Wenn überhaupt, dann kommen die wohl links durchgezogen. Vielleicht noch ein Gebäude hierhin. Dorthin. Das kann doch nicht schaden. Die werden uns ja mit Sicherheit attackieren und vielleicht nur auf Nummer sicher gehen und hier auch seitdem noch eins hinsetzen. Alles klar. Und dann vielleicht noch ein Beobachtungsturm hier hin, damit wir ein bisschen gucken können, wie es hier unten aussieht. Hierhin? Dann sollten wir weit gucken können. Okay. Und dann ziehen wir die Gruppe, die wir hier haben. Das ist, glaube ich, die einer Gruppe. Mit der ziehen wir ein bisschen hin und her. Ah, die können es ja fast immer einen Langgang erlösen. Mittlerweile haben wir einen weiteren Sniper. Der steht hier. Den setzen wir in diesen Turm hier rein. Moment, wo rennt der denn hin?
Wieder Problem mit der Wegfindung. Kommt er hier nicht rein? Jetzt aber. Jede Menge Ballisten, die hier stehen. Wir haben immer noch nicht genug Steine, um das Forschungsgebäude zu bauen. Uns fehlt aber nur noch ein Stein. Den können wir wieder kaufen. Rein in den Markt. Sauteuer. Machen wir aber trotzdem. 5 Steine werden gekauft. Okay. Dann können wir jetzt das Forschungsgebäude errichten. Wo wir das hinstellen, ist eigentlich egal. Irgendwohin, wo es nicht stört. Also natürlich nicht in den grünen Gürtel. Hier passt nichts mehr hin. Hier würde ich tendenziell gerne noch eine Farm nachher hinbauen. Oder lohnt sich das nicht? Doch, wahrscheinlich schon. Ah, das ist doof. Und hier oben? Auch nicht. Das wäre ein möglicher Standort. Wollen wir schauen, ob da eine Farm hinpassen würde und wie viel die bringen würde. 38. Wird sie immerhin noch bringen. Kann sein, dass wir das mal brauchen. Und hier? Auch einiges. Ah, das ist jetzt echt doof. Irgendeinen Platz müssen wir uns schnappen. Hierhin, oder? Weil da passt dann keine Farm mehr hin. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Dann rüber dann die Farm. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Standort. Nur mal kurz checken. Hier passt keine Farm hin. Farm 8... Oh, würde doch hinpassen. Farm 36. Farm 32. 28. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir haben einfach keinen guten Platz dafür. Oder wir setzen das Gebäude gleich hier oben hin. Und marschieren ein Stück raus. Bauen hier noch einen Tesla-Turm. Das können wir natürlich auch machen. Jetzt räumen wir das Gebiet hier. Ein weiterer Sniper steht uns zur Verfügung. Jetzt müssen wir bei beiden, haben wir allerdings das noch nicht eingestellt, das als Highest Level, dass sie auf ein Highest Level ziehen sollen. Eben auch nicht. Okay, jetzt aber. Jetzt das Warenhaus fertig. Genau, das war, glaube ich, eine gute Geschichte. Da kommt so ein dickes Monster, das wird schon ein bisschen schwieriger sein zu killen. Aber wir können jetzt einen weiteren Tesla-Turm bauen. Das hier ist optimal. Jetzt. Und Snipers entstehen ja weiterhin. Mhm. Einen ziehe ich mal hier hin. Damit wir hier den eventuellen Turm noch reinsetzen oder den Turm dahinter. Jetzt haben wir, wenn das hier fertig ist, aber die Möglichkeit, das Forschungsgebäude hier oben zu bauen. Mittlerweile können wir auch wieder Upgrades durchführen. Nahrung genug, Arbeiter genug, Energie genug. Können eventuell noch Upgrades durchführen. Bei den Wohngebäuden. Hier zum Beispiel.
Das ist der Markt, der reicht immer bis hierhin. Das kommt knapp mit den Steinen hin. Ich schau mal, ob ich den Dicken hier anlocken kann. So, jetzt steht der Tesla-Turm hier. Das sieht gut aus. Und jetzt können wir... wir können sogar die Mauer hier auflösen. Dann holen wir uns jede... Können wir später machen. Können wir später machen. Jetzt bauen wir erstmal das Forschungsgebäude. Da könnten wir es hinstellen. Das machen wir auch. Ich mache ein bisschen Sorgen, dass wir nachher das Öl nicht erschließen können. Weil das zu dicht da dran stellen. Kann das passieren? Wir können es auch hier hinstellen. Oder hätten wir das Problem auch? Ich hoffe mal, dass es hier gut geht. Okay. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, sobald das Gebäude fertig ist. Hier können wir eine Forschung noch durchführen. Gold haben wir. Ja, komm, aber da warte ich noch einen Moment mit ab, ob wir das überhaupt brauchen. Und noch ein weiterer Sniper. Oder gleich zwei. Den Sniper hier, den platzieren wir. Einen Ranger ziehen wir raus. Den Sniper packen wir hier hin. Und den nächsten Ranger ziehen wir auch raus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den direkt in... Ja, genau. Da soll der nächste Sniper hin. Alles klar. Dann... Können wir hier oben uns überlegen, ob wir schon das Steingebäude demnächst anschließen können. Einen weiteren Tesla Tower hier oben. Kann nicht mehr weit entfernt sein. Jetzt hat einer dran geglaubt. Ein weiterer Tesla Tower. Die kommen nachher der vom Norden. Am kleinsten Punkt machen wir das gleich dicht, nämlich hier. Da oben das Ölvorkommen anschließen, brauchen wir vielleicht. So weit kommen wir eh nicht. Ich setz mal hier hin. Die Leute, die hier im Turm drin sind, die setze ich mal raus. Die Leute hier im Turm sind ebenfalls. Wobei, den kann ich auch hier reinsetzen. Herrschaften ziehen bitte schön hier hin. Die ziehe ich ein Stück nach links.
beginnen die Leute wieder rüberzuziehen zu unseren Verteidigungsstellungen. Das Forschungsgebäude braucht noch ein kleines bisschen. Wir wollen in der Zwischenzeit noch ein paar Gebäude upgraden. So, jetzt haben wir bis hier oben Energie. Das heißt, wir können... Das sieht doch echt gut aus. Das heißt, das Steinvorkommen können wir in Kurze echt anschließen. Wie sieht es mit den Snipern hier unten aus? Ich packe nur einen drauf. Zwei, damit wir das nicht vergessen. Und... Lass die aber jetzt hier unten stehen. Der Sniper hier. Der soll bitte hier rein. Und... Ich glaube, jetzt kommen wir die hier langsam... Zuerst hier abriegeln, dann da oder umgekehrt. Die stehen ja alle so auf einem Fleckchen. Ich ziehe die noch ein Stückchen vor. Wir haben das Forschungsgebäude fertig. Und können mal schauen. Pardon, das war es nicht. Was wir alles freischalten können. Noch bessere Steinbrüche. Unbedingt. Das hatte ich ja noch gar nicht kontrolliert. Werden die automatisch abgegradet oder muss man das manuell machen? Ne, alles in Ordnung. Doppelte Menge. Was mich gerade ein bisschen schockt ist, hier steht weiterhin nur 4, muss ich die abreißen? Moment mal. Ressourcen? Ich dachte, ich hätte vorher schon mal Fortgeschrittene freigeschaltet, und zwar in dem Gebäude. Das verstehe ich gerade nicht. Oder bilde ich mir das ein? Werfe ich da was durcheinander? Also upgraden kann ich das nicht. Naja, ich setze mal drauf, dass das schon... Ich vermute, ich habe da irgendwas durcheinander geworfen. Also, verschiedene... Ja doch, ne, ich werfe das durcheinander. Das hatten wir uns vorher angeschaut, was hier alles produziert werden kann, und da hatte ich dann schon fantasiert. Das ist das Wichtigste, das hole ich mir zuerst. Und hier unten... Noch ein paar Upgrades. Der Wohngebäude. Das ist leider außerhalb. Das kann man noch upgraden. Das ist da oben außerhalb der Reichweite von Markt und Bank. Das ist ein bisschen schade. Das kann man noch upgraden. Und jetzt ist der Vorrat an Stein schon wieder erschöpft. Und ich baue mal... Ja, wir säubern die erstmal hier oben weiter. Jetzt kommen jede Menge. Jetzt kommen eure Leute, unsere Leute hier auch zum Einsatz, die aber nicht feuern. Wir schicken mal alle vor. Noch mehr Steine stehen zur Verfügung. Jetzt fehlt Nahrung. Okay.
Eine Jagdhütte hier. Bringt 15. Hier passt ein Sägewerk, glaube ich, eh nicht hin. Hier wird es eh nicht hinpassen. Ist aber auch alles sehr schmal hier. Packe ich das hier hin. Und hier können wir auch eins hinpacken. Hier 15, das wäre zu dicht dran an einem anderen. Und das heißt, mehr als zwei sind, es ist sowieso nur eins möglich. Das heißt, wir können das da hinsetzen, wo es das meiste bringt. Das wäre eins von den beiden hier. Ich vermute, wir können auf diesen Feldern hier ein Sägewerk hinsetzen. Ich check mal, ob das möglich ist. Können wir nicht, weil das so dicht an einem anderen dran steht. Ich fange mal mit der Fischerhütte an. Das ist simpler. Ja, ganz am Rand. So, jetzt werden ein paar Leute anziehen. Aber es sollte eigentlich klappen. Wo denn? Ach komm, das ist ja keine ernsthafte Herausforderung. So, so langsam können wir das Gebiet hier freischalten. Im Norden dauert ein klein bisschen. Kriegen sollten wir aber hinbekommen. Tag 44. Ja. Rollt. Ich hoffe, wir sind nicht zu langsam im Expansionstempo, denn Nordosten der Karte haben wir jetzt weitestgehend besiedelt, aber etwa drei Viertel der Karte sind immer noch unbesiedelt. Die müssen wir nicht ganz besiedeln, aber wir haben noch ein gutes Stück Arbeit haben wir auf jeden Fall noch vor uns.